Dann muss ich halt jetzt nur noch kurz. Wo ist mein Handy schon wieder? Achso, ich hab's. Ja, Leute, mir wurde geschrieben. Ich blende den Kommentar einfach mal ein. Moin, Nickel, zeig mal dein Vlog-Setup. Finally können wir machen. 3, 2, 1, let's go. Aber bevor es losgeht. Leider ist ein gutes neues Jahr, 2023. Ja, ich hoffe, es hat alle gut umgerutscht. Deswegen ein kleines After-Feuerwerk. Weihnachten, hoffentlich auch. Schöne, ruhige Tag gehabt. Ja, und jetzt geht's wirklich los mit dem Video. Das war's schon. Ja, Leute, heute mal ein kleines Setup-Video. Vorab, am Ende des Videos kommt noch eine kleine Info bezüglich dem Kanal oder was da vielleicht bekommen wird von den Videos her. Unbedingt bis zum Ende anschauen. Gut, was nehme ich für ein Setup hier vorab? Tom und ich haben das gleiche Setup. Wir haben GoPro, wir haben einen MediaMod haben wir uns kaufen müssen, Mikrofon. Und wie ihr das alles verbaut habt, das zeige ich euch gleich. Und zwar, wenn ihr euch selber aufnehmen möchtet, dann braucht ihr, es reicht ein stinknormales Kavalier-Mikrofon. Aber da müsst ihr darauf achten, beim Stecker am Ende, da gibt es verschiedene Systeme, glaube ich. Und zwar einmal das TRS-System und das TRRS-System. Ich blende euch da einfach mal ein Video ein. Und die GoPro oder der MediaMod nimmt nur einen Ton mit dem TRRS-System auf. Das sind quasi einfach nur die schwarzen Ringe, die was bei der Buchse drauf haben. Und wenn das Mikrofon nicht das entsprechende System hat mit die zwei Ringe, glaube ich, ist es, dann könnt ihr euch einen Adapter kaufen oder im besten Fall hat das Mikrofon schon die zwei schwarzen Ringe. Ihr könnt euch bestimmt an die Szene hier erinnern. Leider, ihr mögt jetzt keinen Stress machen, aber ihr habt es eilig. Da hatte ich einen Adapter drauf und da war die Klangqualität, sage ich mal, ja, schlecht. Kann man nicht anders sagen. Dann bin ich aber drauf gekommen, ein anderes Kavaliermikrofon zum Kaufen, ohne Adapter, wo die zwei schwarzen Ringe schon drauf haben. Und das hat dann gut gepasst, hat dann gut hingehauen. Also, Mikrofon, ganz normales Kavaliermikrofon, aber auf die Ringe drauf passen, ansonsten Adapter. Genau, GoPro. Ich habe eine 9er GoPro, Tom hat eine 8er GoPro, die nehmen wir jetzt nicht viel. Mit dem MediaMod haben wir uns dazu kaufen müssen, dass der Ton auch aufgenommen wird mit dem Mikrofon. Befestigt haben wir das Ganze. Genau, am Helm habe ich mir da einfach so einen Halter hingeklebt gehabt. Auch mit den Klebepads, dass das alles ausgefüllt ist. Da kommt dann der Anschluss. Einfach da mal umgeklickt gehabt. Auf der Seite professionell hingepickt. Da ganze Kabelsalat und ja, muss ich mal einmal über den Winter vielleicht mal das Innenpolster aussehen und das nochmal gescheit machen. Aber im Prinzip haut es so hin. Einfach da eine verlegt gehabt ins Polster, unterm Polster. Die Kabelreserve einmal hinten zweimal Schlaufen gelegt im Helm. Und das verläuft dann unterm Polster einmal vor zum Mund, auch wieder professionell hingeklebt, dass man mehr gescheit hört. Wäre es eigentlich nicht, wie gesagt, das Ganze so gut wie möglich probiert gehabt, unterm Polster zum Verschwinden zu lassen. Aber ja, da habe ich halt keinen Platz gehabt. Müsste ich nochmal schauen, ob ich das überarbeite. Im Grunde genommen war es das eigentlich auch schon. Was man dazu braucht, dass man sie selber aufnehmen kann oder wenn man Vlogs machen möchte, einfach ein GoPro mit MediaMod kaufen, darauf achten, dass das Mikrofon auch das richtige System hat und dann am Helm einfach eine verlegen. Und by the way, das Video nehme ich mit einer neu gekauften Kamera auf. Das letzte Video, ich blende euch hier mal einen Ausschnitt ein, habe ich mit dem Handy gedreht. Und jetzt, wenn nicht alles perfekt ausschaut, tut's mir leid, das ist das erste Testvideo. Sag mal, wo ich die Kamera wirklich hernehme. Weiß jetzt nicht, ob ich die unbedingt zur Ausstattung mit dazu ziehen möchte, weil ich die Kamera ursprünglich, mit der ich jetzt filme, auch zum größten Teil vorhab, auf Instagram ein bisschen hochwertigere Bilder auf jetzt zum Laden. Aber es ist Winter, vielleicht zieht man ja mal einen Hauch, es ist minus gerade, schweinekalt. Kommen wir mal zu den Accessoires, sag ich mal, was ich persönlich noch ganz gern hernehme. Das ist einmal der ND-Filter. Der macht quasi, ja, alles, was sich unterm Fahren bewegt, wird ein bisschen verschwommener. Und die Weißtöne, sag ich mal, werden nicht so stark überbelichtet. Finde ich ein nettes Gimmick. Kostet, glaube ich, auch, weiß ich nicht, Amazon 30 Euro oder so. Kann man machen, muss man aber nicht. Speicherkarten habe ich auch 512 GB drin, weil wo wir in Kroatien unten waren, habe ich, glaube ich, auch 128er drin gehabt. Und nach 3 Tagen war die voll, bärig. Da habe ich mir gedacht, komm, kaufst du einfach eine 512er. Mit der läuft die GoPro auch und mit der kommst du überall hin. Also Speicherprobleme absolut gar keine, kann ich euch nur empfehlen. Das haut auch hin, bei der 9er zumindest. Bei der 8er und bei den anderen weiß ich es nicht. Da müsst ihr euch vielleicht einmal selber ausprobieren oder einlesen.
Was ich nur vergessen habe, Mikrofon, wie der GoPro, muss ich mir auch mal assistieren kaufen, wo ich das mit der Kamera gleich direkt synchron schalten kann. Schreibt es mal in die Kommentare an die Leute, wo sie da auskennen, ob es da irgendwie eine Empfehlung gibt. Weil ich nämlich momentan, ich habe was gesehen gehabt, aber momentan einfach nur nehme ich einen Ton mit der GoPro auf und synchronisiere das mit dem Video von der Kamera. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass ein Like da, lass ein Abo da, Glocke aktivieren, ihr wisst es, muss ich ja nichts großartig sagen. Wir würden uns um jedes Abo freuen und schreibt es mal in die Kommentare unten, ob ihr vielleicht einen Verbesserungsvorschlag habt oder wie es das ihr macht mit dem Aufnehmen beim Motorradfahren. Ja, Leils, dann zum Ende des Videos nur eine kleine Info. Und zwar nach dem Video kommt vom Tom, glaube ich, noch ein Video. Er ladet noch eins hoch. Und dann ist, glaube ich, bis April oder Mai, glaube ich, gibt es eine kleine Pause, weil Winter, wir kennen eh nicht vorn. Außer natürlich, es gibt spontan noch was zum Drehen. Ich will nicht so viel verraten, aber seid mal gespannt. Auch mit der neuen Kamera, mit der ich jetzt filme, habe ich wieder neue Möglichkeiten für mich entdeckt, mich da ein bisschen reinzufuchsen und reinzuspielen. Genau, bleibt dran, seid geduldig. Im April, Mai geht's wieder los. Die Planungen für dieses Jahr laufen auch schon da im Hintergrund, so ein bisschen was ich im Kopf habe, was ich heuer auch gern umsetzen wollen würde. Auf alle Fälle, heuer kommt, glaube ich, wieder ein bisschen was auf euch zu. Seid einfach gespannt. Aber danke schon mal für euer Verständnis auf Instagram, dass momentan so wenig Content sogar mal kommt. Und wie gesagt, kleine Winterpause. Dann, Leute, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. In diesem Sinne, ciao mit V.